Hallöchen und willkommen zu Pokémon. Nee, natürlich nicht, das seht ihr ja auch, ja. Schlechter Scherz, das hier ist das Pokémon Emerald Theme. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und bevor ihr euch noch wundert, ich habe hier darunter gelegt, das Specs Grunge BDCraft Texture Pack, genauso wie BDCraft Sounds. Ist ja nicht ganz komplett. Es gibt hierzu zwar auch eine Map, wo die ganze Pokémon Emerald Map nachgebaut ist, ich weiß nicht genau. Und ich weiß ja, die Musik hier im Hintergrund, ja, die gehört zu Pokémon Red und Pokémon Blue, soweit ich weiß, aber komm, ist doch scheißegal. Jo, ich war zu faul, mir die dazugehörige Map auch zu holen, deshalb war das schöne Deck-Welt hier. Noch im letzten Texture Pack von Emerald Theme bei Little Troll. Was ihr jetzt in seinem Display-Kanal LT Plays. Falls ihr mal vorbeigucken wollt. Ich persönlich habe es noch nicht getan. Und oh, was ich jetzt gerade erst sehe. Endlich. Endlich mal vernünftiges Redstone. So gefällt es mir. So, wie ihr seht, der Sand ist schon wieder leicht neu. Was ist das hier? Stein, ja. Also halt immer ein Stil. Ich glaube, es ist eher so gemacht für Adventure Maps und so. Die Kisten im Stil von, ja, von Pokémon. Ich muss jetzt sagen, ich habe noch nie Pokémon gespielt. Ich habe da mal Pokémon Red auf einem Emulator gerade laufen, aber ich weiß nicht, wie ich da zu diesem komischen Professor da komme, ganz am Anfang. Ich glaube, ich bin einfach so dumm dafür. So, hier seht ihr auch alles schön. Ah, hier nicht. Hier auch nicht. Ja, hier zum Beispiel wieder. Oder hier. Alles in einem schönen Grün gehalten. Und das hier sind jetzt Wollblöcke, also für die Häuser. Was haben wir hier? Ah, Bricks. Also, es hat sich nur etwa die Hälfte verändert, das steht auch auf der Projektseite mit dabei. Aber ich persönlich finde es richtig cool, gerade wenn man das Spiel kennt, anders als ich. Ich kann jetzt hier gerade nochmal gucken, was für Blöcke es da noch so gibt, die erwähnenswert wären. Ne, krass, haben wir schon genug. Was haben wir da? Ne, Wolle nicht. Goldblock. Können wir mal gucken. So sehen also Bricks aus. Die haben wir eben schon gesehen. Stone Bricks hole ich mir immer noch. Jo, was haben wir da noch? Ja, Eisenbarren haben wir hier schon. Also wie gesagt, ist er nicht so ganz vollständig. Und ich hole mir mal eine Redstone Torch, um das hier mal zu testen. Also, jetzt sehe ich auch so ein bisschen das Gelbe daran, eben sah es sehr weiß aus. Dann liegt es hier am Smooth Lightning, das so dunkel an Seiten ist. So sieht das dann also aus. Mit Goldblöcken kann man richtig schöne Sachen bauen. Ich weiß nicht, ob es die auch so ähnlich in Pokémon drin gibt. Das hier waren jetzt die Stone Bricks. Und ey, so sieht gepowertes Redstone aus, das gefällt mir richtig gut. Gefällt mir wirklich richtig gut. Schauen wir uns mal hier das Inventar an. Hier haben sie wohl noch nichts gemacht am Survival Inventory. Wir können mal ganz kurz in Game Mode 0 gehen. Sonst ist immer an, ja. Der ist auch wieder schön grün. Vielleicht mal wieder in Game Mode 1. So, ich glaube, das war all. Ne, es war noch lange nicht, als euch zeigen müsste. Ich glaube, ein Item. Das ist Fishing Rod, haben wir hier. Die neu aussieht. Bogen. Das Stierschwert und der Pfeil. Cauldron. Der soll jetzt das von Specs. Das Ei ist jetzt ein Pokéball. Ah, was ich ja eigentlich noch offscreen ausprobieren wollte.
ist nicht die Angel mit Pokéball dran. Auch nicht der Bogen, mit dem ich jetzt die Sonne abschießen kann, wie man so schön GTA San Andreas machen kann. Auch nicht das Gierschwert. Und auch nicht das Ding hier. Sondern, jetzt mache ich gerade mal wieder Inventar leer. Hier die ganzen Mobs. So, noch die mal und die und die und die und die. Oberhalber, um zu gucken, ob Jokes neu sind, da war nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Ja, und hört dieses Beecraft Sounds. Da ist auch nichts Neues. Also stichprobenartig mal geguckt, da gibt es also dann doch nichts Neues. Und bevor das Video zu lang wird, ich wollte noch ein bisschen was sagen. Zum einen habt ihr ja bestimmt am Freitag das Video gesehen mit Community Award. Ja, ihr könnt jetzt auch für das Ding hier abstimmen. Ich habe ja in letzter Zeit so ein paar Dinge vorgestellt, 4 einer Zahl. Und ja, da könnt ihr halt abstimmen, was ihr da am besten findet. Es funktioniert, seht ihr auch dort in dem Video. Und ihr könnt auch was gewinnen. Und ich wollte da für jede abgegebene Stimme auch noch was an guten Zweck spenden. Also hat jeder was davon. So. Sprenner! So, dann, kennt endlich einer von euch Viris Welt oder warum postest du das? Nein? Geht in die Ecke und schämt euch. Das ist, ja, okay, ich brauche jetzt eigentlich nicht zu erklären, was für ein Format ist. Nur hat der auch mal ein paar Mitspieler für ein größeres Minecraft-Projekt gesucht und, da wollte ich dann halt eben mal mitmachen. Es sieht so aus, als ob ich da jetzt auch mitmachen werde. Ich werde mich nochmal da mit dem Veranstalter vom Projekt auseinandersetzen. Ja, auseinandersetzen. Ja, man muss noch überreden, denn genauere Details habe ich bis jetzt noch nicht. Es sieht nur stark danach aus, dass ich teilnehmen werde, aber ich kann euch nichts garantieren. Und ob die Videos dann auch bei mir auf dem Kanal kommen, weiß ich auch noch nicht. Ja, also seid auf jeden Fall mal gespannt. Schaut dort mal vorbei auf dem Kanal, Viri spielt. Wenn ihr mich da irgendwo seht, dann ja, wisst ihr, dass ich da teilnehme. Und das Video ist schon wieder so lange. Ja. Apropos lange Videos, ich habe mir mal überlegt, jetzt auch mal zumindest vorübergehend auch mal samstags Videos zu machen. Damit wollte ich dann in Kürze beginnen, noch nicht diese Woche, aber später, vielleicht nächste Woche. Wollen wir nur so probieren, wie das läuft. Wenn es läuft bei mir, dann wenn wir 3 Videos die Woche haben. Denn so wie ich jetzt gerade am Wochenende immer vorproduziere. Och, schon wieder auf dem Feuer. Also wie das gerade bei mir läuft, könnte das richtig gut werden. Jo, ich will nicht zu viel rumlabern. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Schaut mal beim Community Award vorbei, dass ihr da mal abstimmt. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao.